Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns diesen super leckeren Käsekuchen ohne Boden und wenn ihr sehen wollt, wie ich den mache, dann bleibt dran. Für den leckeren Käsekuchen verwende ich 1 Kilo Magerquark, 250 Gramm Butter, 4 Eier, 250 Gramm Zucker, 150 Gramm Hartweizengrieß, 2 Päckchen Vanillezucker, 1 Päckchen Backpulver, den Saft einer halben Zitrone und für die Springform noch so ein paar Semmelbrösel. Das war's dann auch schon, dann können wir auch gleich loslegen. Der leckere Käsekuchen ohne Boden ist ruckzuck gemacht. Ich fange als erstes an, indem ich die sehr weiche Butter nehme. Das sind 250 Gramm. Und die wird zusammen mit dem Vanillezucker, zwei Päckchen Vanillezucker waren das, und 250 Gramm Zucker, ein bisschen cremig geschlagen. Und dann kommen einzeln die Eier dazu. So, die Ei-Zucker-Buttermasse ist jetzt schön cremig. Jetzt kommt der Hartweizengrieß. Und das Backpulver dazu. Und wieder ein wenig verrühren. So, und zu guter Letzt der Zitronensaft und das Kilogramm Quark. Das wird jetzt alles nochmal gut verrührt und dann ist das auch schon fertig und kann in die Backform. Der Kuchenteig ist jetzt fertig und kann in die Springform gefüllt werden. So, ich verwende eine 28er Springform. Ich habe die jetzt mit Backpapier ausgelegt und trotzdem noch ein bisschen gefettet, besonders die Seiten. Und jetzt werde ich Paniermehl nehmen, also Semmelbrösel, und werde das in der Form verteilen. So, der Käsekuchen ist jetzt bereit für den Backofen. Den Backofen hatte ich schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Da wird der Kuchen ca. 50 Minuten drin backen, aber die genaue Zeit sage ich euch im Anschluss. Der Käsekuchen ist jetzt fertig. Er war genau 50 Minuten im Backofen und er hat eine sehr schöne Farbe bekommen. Ich lasse den jetzt einfach so stehen über Nacht und morgen früh tue ich ihn dann nochmal für 2-3 Stunden in den Kühlschrank, weil wir mögen den lieber, wenn er schön kalt ist. Und dann werde ich ihn anschneiden und dann werde ich euch zeigen, wie der von innen aussieht. Also dann bis morgen früh. So, guten Morgen und ich werde ihn jetzt mal anschneiden, damit wir sehen, wie der von innen aussieht. Das ist wirklich ein sehr leckerer Käsekuchen. Ich hatte das Rezept von einer ehemaligen Nachbarin bekommen und die wiederum von ihrer Mutter und die von ihrer Mutter. Also es ist ein altdeutsches Rezept und es ist wirklich sehr lecker. Es ist kein cremiger Käsekuchen, aber genauso wie er sein muss, gut zu schneiden, gut zu transportieren. Und dadurch, dass man nicht extra noch einen Boden macht, ist er auch ganz schnell gemacht. Probiert's mal aus. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.